Iovara, eine Adrasolle erhebt sich über dir stoisch und stumm. Ihre gezackten Schichten sind eine Messlatte für das Verstreichen der Zeit. Die Säule fühlt sich an wie ein dicker Eisblock und du spürst tief in ihrem Kern eine schwache flackernde Flamme, fast erloschen und doch vor dem Wüten der Elemente geschützt. Als du nichts näher scheint die Flamme ruhiger und stärker zu werden und die Schicht, die dich von ihr trennt, schmilzt. Du wirst in den Schein der Flamme getaucht, ein strahlendes Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Der Schein verblasst, als hättest du dich an seine Intensität angepasst. Dort, wo er war, erscheint Iovara ein utopischer Schatten, der über dem feuchten Zellenboden schwebt. Obwohl sie ohne Alter ist, erscheint sie dir verändert. Eine leicht gebeugte Haltung vielleicht oder kaum merklich eingefallene Augen. Über ihr Gesicht zieht sie eine breite Narbe, faserig und wurmartig, wo Flammen einst züngelten, selbst im Tod nicht verheilt. Hello, old friend. The ages have been kind to you, I hope. Ist das jetzt die echte Iovara oder wieder nur eine Vision? Hallo, alter Freund. Die Zeit hat es gut mit dir gemeint, hoffe ich. You are so different now from who you were then. Yet much remains the same. Old troubles with a new face. Sie mustert dich. What is it that has brought you here? Sie mustert dich. Du hast dich verändert. Du bist nicht mehr, wer du warst. Und doch bleibt vieles gleich. Alte Sorgen mit einem neuen Gesicht. Was führt dich hierher? Es scheint, dass ich hier noch etwas zu erledigen habe. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich gehe, wohin das Schicksal mich führt. Ich brauche Antworten und du gibst sie mir, lieber Geist, oder ich finde noch ein weitaus schlimmeres Schicksal für dich. Nein. Ich wollte sicher gehen, dass du für deine Taten immer noch leidest. Es scheint, dass ich hier noch etwas zu erledigen habe. Nach unserer letzten Diskussion, du würdest finden, was du suchst. Has it eluded you all this time? Ich hatte gehofft, dass du nach unserem letzten Gespräch gefunden hast, wonach du suchtest. Ist es dir in all dieser Zeit verwehrt geblieben? I can only guess your presence here has something to do with Deus. The energy of this place changes when he is near. I don't know what he has done, but I do know of the souls that pass through here now. They do not come by choice. Ich kann nur vermuten, dass seine Anwesenheit hier etwas mit Haus zu tun hat. Die Energie dieses Ortes verändert sich, wenn er in der Nähe ist. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber ich weiß von den Seelen, die diesen Ort nun passieren. Sie kommen nicht freiwillig. Taos hat sie aus dem Kreislauf gerissen. Er will wohl Dika mächtiger werden lassen und die Schuld für seine Taten der Beseelung geben. After all this time, he would still stand against the tide. Sie schüttelt den Kopf. Nach all dieser Zeit stemmt er sich immer noch gegen die Flut. Du kanntest mich, als auch Taos mich kannte. Ich muss etwas über diese Zeit wissen. Ich werde dir sagen, an was ich mich erinnere. Dieses Leben hat irgendetwas an sich, was meine Seele nicht loslassen kann. Ich muss wissen, was es ist, und mir geht die Zeit aus. Ich sehe Augenblicke aus jenem Leben. Dich, die Inquisition Taos. I can see his influence. Still hanging like a weight about your neck. So it always was. He had inspired something in you. We spoke of him the last time you were here also. Mir fällt gerade so auf, man sieht es wirklich an ihrem Gesicht, dass sie verunstaltet wurde, die Ärmste. Ich sehe seinen Einfluss, der noch immer wie ein Schwert über deinem Nacken hängt. So wie es immer war. Er hatte etwas in dir inspiriert. Auch bei deinem letzten Besuch sprachen wir über ihn. It was just after the trial. You were agitated. I think because you started to consider that what I was teaching may have been true. Es war kurz nach dem Prozess. Du warst aufgebracht. Wohl weil du anfingst zu erkennen, dass es vielleicht wahr war, was ich lehrte. Und was soll das gewesen sein? Iovaras kneift den Mund zusammen und runzelt mitleidig die Stirn. Ihre Augen huschten zwischen euren hin und her, als würde sie nach einem Zeichen suchen, ob sie sprechen soll oder nicht. That the gods aren't real. Sie seufzt, dass die Götter nicht real sind. Was? Palegina wirft den Kopf in den Nacken und lacht lauter als hahaha, natürlich, jetzt ergibt alles einen Sinn. Okay. I dreaded the idea from the moment the Delimgon suggested it. And yet, it almost feels like a relief. Alof lacht trocken und verbittert. Ich fürchtete diese Möglichkeit vor dem Moment an, an dem die Delimgan sie andeutete. Und doch bin ich fast erleichtert. She's not serious. Das meint sie nicht ernst. Ha!
Many are those whom the gods have scorned. This is petty retribution. Ha, für sie vielleicht nicht. Für viele wurden schon von den Göttern verschmäht. Dies ist nur eine kleinliche Art der Vergeltung. That doesn't seem possible. Sagaias Blick verdüstert sich. Das scheint nicht möglich. What I taught was that the gods whose faith we had been spreading were not gods at all, but something else entirely. Something created by people. Was ich lehrte, war, dass die Götter, deren Glauben wir verbreiteten, gar keine Götter waren, sondern etwas völlig anderes. Etwas, was von den Völkern geschaffen worden war. Wer hat diese Götter erschaffen und zu welchem Zweck? They were conceived by Enguith, a society of high minds and broad concerns. Theos's people. In their time, every people worshipped its own gods. Sometimes they warred over it. After a few wars of their own, the Enguithans sought an end to it. They devoted all their energy to finding the true creators. Sie wurden von Enguith geschaffen, einer Gesellschaft des hohen Geistes unter vielfältigen Interessen. Taos Volk. Ja, das habe ich mir schon eine Weile gedacht, dass Taos ein Enguitharianer ist. In ihrer Zeit verehrte jedes Volk seine eigenen Götter. Manchmal zogen sie darüber in den Krieg, nachdem sie selbst einige Kriege ausgetragen hatten, wollten die Enguitaner dem allen ein Ende setzen. Sie verwendeten alle ihre Energie darauf, die wahren Schöpfer zu finden. Generation after generation, they prodded and worked the stitching of the world and unlocked its secrets. One day, they found an answer. Except the answer was no answer at all. There were no gods to be found. Or if there ever were, they were gone. Generation um Generation suchten sie, entwirrten sie die Fäden der Welt und legten ihre Geheimnisse offen. Eines Tages fanden sie eine Antwort, nur dass die Antwort keine Antwort war. Es gab keine Götter, die man finden konnte. Oder wenn es sie gegeben hatte, waren sie fort. It shook them, this finding. If they could discover this on their own, how long until others would? How long before war and chaos reigned over a world without consequence? But they had mastered many things in their pursuit of these answers. And with their mastery, they crafted their own gods to fill the void, and sent missionaries to the corners of the world to spread their faith. Diese Erkenntnis erschütterte sie, so. Wenn sie dies allein entdecken konnten, wie lange würde es dauern, bis andere Völker das konnten? Wie lange, bevor Krieg und Chaos über die Welt herrschen würden? Doch sie hatten bei ihrer Suche nach diesen Antworten viele Dinge gemeistert und mit ihren meisterhaften Fähigkeiten schufen sie ihre eigenen Götter, um die Leere zu füllen und sandten Missionare in alle Winkel der Welt, um ihren Glauben zu verbreiten. Deswegen gründest du deinen eigenen Glauben? But I think you are right to call it that. Let the world see. Let them decide what to do. That was my faith. Ich sah es nie als Glauben an, aber du hast wohl recht, es so zu nennen. Die Welt soll es sehen. Die Welt soll entscheiden, was zu tun ist. Das war mein Glauben. I became a missionary, because the gods brought me hope that I wanted to bring to others. For a time, the truth sent me to a dark place. Then the day came when I realized nothing had changed, that I still had a purpose, and the purpose was the same and it was worth living for. Ich wurde Mission. I began questioning the other missionaries in public, exposing their parlor tricks. In time, their following became mine. Ich wurde Missionarin, weil die Götter mir Hoffnung brachten, die ich auch anderen bringen wollte. Als ich die Wahrheit erfuhr, brach für einige Zeit eine schwarze Dunkelheit über mich herein. Dann kam der Tag, an dem ich erkannte, dass sich nichts geändert hatte, dass mein Leben auch immer einen Sinn hatte und dass der Sinn derselbe war und es sich lohnte, für ihn zu leben. Ich begann, die anderen Missionare öffentlich zu hinterfragen, ihre Zauberkunststückchen aufzudecken. Mit der Zeit wurden ihre Anhänger zu meinen. Wie hast du das erkannt? Die Enguithan Missionaries all knew it, but they never told the rest of us. They meant it to be a secret that died with them. And in the end, they allowed their bloodlines to fade from memory. I had been assigned to join a few of them at a temple. I found the door to their chambers closed, but the room was stone and the door thin. Their voices carried.
I heard enough. I investigated the things they spoke of, and everything was there, just as they said it'd be. Die irgendwie Missionare wussten es alle, doch sie sagten es uns und anderen nie. Sie wollten das Geheimnis mit in ihr Grab nehmen und letzten Endes ließen sie zu, dass ihre Blutlinien aus der Erinnerung verblassten. Ja, irgendwie existiert wirklich nur noch in Ruinen. Kaum noch Erinnerungen, außer das, was die Glafantaner da fanatisch verehren. Ich hatte den Auftrag erhalten, mich einigen von ihnen in einem Tempel anzuschließen. Ich fand die Tür zu ihrem Gemächern verschlossen vor. Doch der Raum war aus Stein und die Tür war dünn. Ihre Stimmen drangen hindurch, ich hörte genug. Ich untersuchte die Dinge, von denen sie gesprochen hatten, und es war alles wahr, genau wie sie gesagt hatten. Später, nachdem ich den Orden verlassen hatte, fanden einige Invitaner meine Worte überzeugend und schlossen sich meiner Sache an. Sie enthüllten, was ich nicht bereits wusste. Ist es wahr, was du lehrtest? Nothing I can say would be any proof, and it may be certainty your soul craves. Resolution. But if you are bound for the same place Theos directs these souls, you will see for yourself, as you once did. Du hast mich das schon einmal gefragt. Nichts, was ich sagen kann, wäre ein Beweis. Und deine Seele giert wohl nach Gewissheit, nach einem Abschluss. Aber wenn du auf dem Weg zu demselben Ort bist, an den Taos diese Seelen schickt, dann wirst du es mit eigenen Augen sehen, wie ich einst. Everyone faces this truth at one time or another. Few confront it. Few have the stomach to ask what if. And in avoiding the question, they deny themselves an identity of their own. Jeder wird früher oder später mit dieser Wahrheit konfrontiert. Die wenigsten stellen sich hier, die wenigsten haben den Mut zu fragen, was wenn es stimmt. Und indem sie dieser Frage ausweichen, verwehren sie sich eine eigene Identität. Jovara überblickt schweigend und nachdenklich mit nachdenklichen Augen ihren Augen ihr Publikum. Sie mustert jedes Mitglied einer Gesellschaft einen kurzen Augenblick an und lang und sieht ungesehene Dinge. What if all the tragedy, all the persecution came in defense of an imposter? Sie blickt zu Edda. Was, wenn all die Tragödien, all die Verfolgung nur dazu diente, einen Betrüger zu verteidigen? That's not. That can't be right. Aethys, he's done miracles for people. Das ist nicht wahr, das kann ich stimmen, Iotas. Er hat Wunder für die Menschen gewirkt. The power of the gods is undeniable. The truth of the story they weave is not. Die Macht der Götter lässt sich nicht leugnen. Die Wahrheit der Geschichte, die sie weben, dagegen schon. What if it were forbidden knowledge rather than fault that earned your doom? What of your guilt? Sie richtet ihre Aufmerksamkeit auf Turins. Was, wenn es verbotenes Wissen war, das deinen Untergang besiegelt hat? Kein Fehler deinesseits. Was ist mit deiner Schuld? I have seen with my own eyes the deceptions of my goddess. The Watcher has shown me as much. But it was not until now that I understood how truly desperate she was. The depths of her deception. Ich habe die Täuschung meiner Göttin mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Wächter hat sie mir gezeigt. Aber erst jetzt begreife ich, wie verzweifelt sie wirklich war. Das wahre Ausmaß ihrer Täuschung. You speak of her deceptions, but what of your own? Was it her words that led you down your path? Or was it the absence of her words? A gap that you filled with your own broken thoughts. Du sprichst von ihren Täuschungen, aber was ist mit den deinen? Waren es ihre Worte, die dich auf deinen Weg geführt haben, oder war es die Abwesenheit ihrer Worte? Eine Lücke, die du mit deinen eigenen zerbrochenen Gedanken gefüllt hast? Schweißperlen sammeln sich auf Durins Stirn und strömen sein Gesicht herab, als wäre er ein Eisblock, der vor einem großen Scheiterhaufen steht. What if you had always been alone, without guidance? Ihre Augen kommen auf Alof zu. Was, wenn du stets alleine gewesen wärst, ohne Führung? Well, as poorly as I've chosen my guides, I suppose it would be a comfort to know that I'm free of them. Alof verschränkt die Hände hinter dem Rücken und runzelt die Stirn. Nun, so schlecht wie ich meine Führer gewählt habe, wäre es wohl eine Erleichterung, frei von ihnen zu sein. The freedom has always been. It was the guidance that was the illusion. Die Freiheit bestand schon immer. Es war die Führung, die nur eine Illusion war. What if our burdens come to us not because they are meant to be, but because they happen to be?
Ihr Blick schweift zu Sargani. Was, wenn unsere Bürden nicht auferlegt werden, weil es so bestimmt ist, sondern aus Zufall? We fulfill them anyway, because they still matter to the people around us, even if we know better. Sarganis Gesicht ist staunend ernst. Wir erfüllen sie dennoch, weil sie für die Leute um uns herum dennoch wichtig sind, auch wenn wir es besser wissen. What if even mastery over all things cannot answer the most basic of questions? Sie blickt zu Parikina. Was, wenn die Herrschaft über alle Dinge die grundlegendste aller Fragen nicht beantworten kann? I stopped asking those questions long ago. It is enough to care for those we love with the time we have in this life. Ich habe vor langer Zeit aufgehört, diese Frage zu stellen. Es reicht uns in der Zeit, die uns in diesem Leben gegeben ist, um jene zu kümmern, die wir lieben. Du spürst das Gewicht von ihrer Varas durch einen Auge auf deiner Seele. Was, wenn wir uns gar nichts gewiss sein können? Dann liegt der einzige Wert in den Dingen, die wir selbst schaffen. Dann müssen wir unsere eigene Stärke aufbauen, um es zu ertragen. Dann können wir erst Frieden finden, wenn wir aufhören, als Wesen zu existieren. Da sind es die Fragen, die immer von größerem Wert waren als ihre Antworten. Da ist es besser, wenn möglichst wenig Leute dies erkennen. Dann können wir nichts tun als erdulden, ich weiß es nicht. Dann können wir erst Frieden finden, wenn wir aufhören, als Wesen zu existieren. Klingt zu paladinmäßig und das ist hier zu philosophisch. Da liegt der einzige Wert in den Dingen, die wir selbst schaffen. We find purpose in ourselves and in the people in our lives. Palegina liegt zustimmen. Verus, wir finden einen Sinn in uns selbst und in den anderen Personen in unserem Leben. There is bliss to be found in the things we create, but sorrow as well. Every creation bears the imperfections of its creator and its creator's creator. Art and song are creations, but so are weapons and lies. We must be careful that our creations do not consume us. In den Dingen, die wir erschaffen, finden wir Glückseligkeit, aber auch Leid. Jede Schöpfung trägt die Makel ihres Schöpfers und ihres Schöpfers Schöpfers. Kunst und Gesang sind Schöpfungen, aber auch Waffen und Lügen. Wir müssen vorsichtig sein, dass unsere Schöpfungen uns nicht verschlingen. I ask these things not to trouble you, but to show why they must be confronted. No answer is simple. But somewhere between them all lies a truth so beautiful, not even a god could conceive it. Do we not owe ourselves a chance to find our part in it? Yovara sieht etwas in deinem Gesichtsausdruck und ändert ihren Tonfall. Ich frage diese Dinge nicht, um euch Sorgen zu bereiten, sondern um euch zu zeigen, dass man sich ihnen stellen muss. Keine Antwort ist einfach, doch irgendwo zwischen ihnen allen liegt eine Wahrheit, die so schön ist, dass nicht einmal ein Gott sie schaffen könnte. Schulden wir uns nicht, uns selbst unsere Rollen in allem zu ergründen? Doch selbst ohne Zusicherungen gibt es noch Wahrheit. Nein, die Leute müssen wissen, dass die Dinge nicht grundlos geschehen. Ein erfundener Grund ist besser als gar keiner. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich wundere mich Dinge hätten anders wenn die Welt meine Faith instead of the Anguithans Faith. Would it truly be what I had envisioned? Das frage ich mich oft selbst. Wären die Dinge anders gelaufen, hätte die Welt meinen Glauben anstatt dem der Anguithaner angenommen. Wäre es dann wirklich so gewesen, wie ich es mir vorstellte? I've been alone here with my thoughts for so long now. I found peace with my failures and with my punishment. I no longer curse fate for what might have been. But there is one thing that has clawed and scraped at my mind all these years. One thing that will not be put to rest until I know. Until I understand. Ich war so lange mit meinen Gedanken hier alleine. Ich habe Frieden mit meinem Fehler und meiner Bestrafung geschlossen. Ich verfluche das Schicksal nicht mehr dafür, was vielleicht hätte sein können. Aber eines gibt es, was in all den Jahren meinen Verstand geplagt und gepeinigt hat. Eine Sache, die das tun kann, wenn ich es weiß, wenn ich es verstehe. Zum ersten Mal in ihrem ruhigen Antlitz Zum ersten Mal sind in ihrem ruhigen Antlitz Anzeichen von Zweifel zu sehen. I need to know why you chose to remain with the Inquisition, even after you'd learned the truth. Do you remember? Ich muss wissen, warum du entschieden hast, der Inquisition zurückzubleiben, nachdem du die Wahrheit erfahren hattest. Erinnerst du dich? Als sie die Frage stellt, springt dir die Erinnerung augenblicklich ins Gedächtnis. Springt dir die Erinnerung augenblicklich ins Gedächtnis, als wäre es eben erst geschehen.
Ich habe dir nicht verziehen, was zwischen uns geschehen ist. Deine Lehren waren eine Gefahr für alles, an was ich glaubte. Ich habe dich verabscheut, ich wollte den Göttern gefallen. Also die drei fallen schon mal weg für Hagrim. Deine Gefangennahme brachte mir Ruhm. Das könnte was sein. Ich hatte Angst, was Taos mir antun würde, wenn ich nicht einwilligte. Ich hatte wohl keinen Grund, ich habe es einfach getan. Tut mir leid, es gibt keine Zusicherung. Nehmen wir einfach mal das hier. Taking you into my camp. I knew you still had strong feelings. In my pride, I'd hoped to channel them towards faith. Ich wusste, dass es ein Risiko war, dich in mein Lager aufzunehmen. Ich wusste, dass du noch starke Empfindungen hattest. In meinem Stolz hoffte ich, ich könnte sie in deinen Glauben kanalisieren. Good. The things I taught, the things I believed, I needed to hear that. I needed to know it wasn't because... Jovara blinzelt, als würde sie aus einem furchterregenden Traum erwachen. Gut, gut. Die Dinge, die ich lehrte, die Dinge, die ich glaubte, das musste ich hören. Ich musste wissen, dass es nicht daran lag, dass ich an dir zweifelte. Ich musste wissen, dass es nicht daran lag, dass du nach allem, was du erfahren hattest, dennoch lieber an eine Lüge glauben wolltest. Wenn das die Schlussfolgerung ist, zu der die Leute kommen, wenn sie alles wissen, dann ist mein ganzes Dasein ein Fehler. War meine Meinung dir so wichtig? Es wirkt harsch, diese Verbindung zu ziehen. Du warst naiv, den Leuten der zu vertrauen. War dir meine Meinung so wichtig? You were the only person I trusted. I always believed in your judgment. Never have I felt so confident in my beliefs as the day you arrived in my camp. Du warst mehr als nur ein Freund, du warst die einzige Person, der ich vertraut habe. Ich habe deinem Urteil immer geglaubt, nie war ich mit meiner Überzeugung so sicher wie an dem Tag, an dem du in mein Lager kamst. You had heard both sides, seen everything. If not you, then who? Du hattest beide Seiten gehört, alles gesehen. Wenn nicht du wär, dann... Du kannst niemals alle von etwas überzeugen, ob es wahr ist oder nicht. Es wird immer Dissens geben. Ich verstehe dein Argument. Dein Optimismus war schon immer fehlgeleitet, deswegen bist du jetzt hier. Ich verstehe dein Argument. I'm aware of the folly of trying to learn so much from so little. I've had time to consider that in all its facets. But in the end, it was all I had. Ich weiß, wie töricht es ist, so viel aus so wenig lernen zu wollen. Ich hatte Zeit, das in allen Facetten zu überdenken. Doch letztendlich ist es alles, was ich hatte. Even knowing what you've told me. Some part of me knows it doesn't truly answer what I wish to know, nor will an eternity of silent contemplation. I will have only my guesses and suspicions, and that will have to do. Selbst nachdem ich wusste, was du mir sagtest, weiß ein Teil von mir, dass es keine echte Antwort auf das ist, was ich wissen wollte. Genauso wenig wie eine Ewigkeit des stummen Nachdenkens. Ich kann nur raten und vermuten, und das muss reichen. And what of your understanding of our past? Are you at ease with the choice you made? Und wie siehst du unsere Vergangenheit? Bist du im Reinen mit deinen Entscheidungen? Ich sehe die Welt heute anders als damals. Ich bereue, was ich dir angetan habe, und ich wünschte, du könntest mir verzeihen. Ich würde es wieder tun, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Ich habe diese Entscheidung nicht getroffen. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Nee, nehmen wir das Erste, auch wenn das ein bisschen zu paladinhaft klingt. Aber mich aus der Misere rausreden ist nicht Hagrims Sache, und es wieder tun, also Taos nochmal in die Hände spielen, nein. You have always had my forgiveness, no matter your reason. There are circumstances behind that reason we all share. Knowing that, it is difficult to hold spite in one's heart. Ich habe dir immer verziehen, was auch dein Beweggrund gewesen sein mag. Hinter diesem Grund liegt ein Zustand, den wir alle teilen. Wenn man sich dessen bewusst ist, fällt es schwer, einen Groll im Herzen zu hegen. At first I thought this might be the source of your soul's anguish. But now I see I was mistaken. You are not divided on this matter. You have put it behind you. It is with Theos that your agony lies, in sun and shadow. Your questions are not for me, but for him. And it may be that only an answer from the mouth of Theos himself will satisfy your needs. Zuerst dachte ich, das könnte der Quell deiner Seelenpein sein, doch nun weiß ich, dass ich mich irrte. Du bist in dieser Sache nicht zwiegespalten, du hast sie hinter dir gelassen. Bei Taos liegt deine Pein, in Sonne und Schatten. Im Schatten.
Deine Fragen sind nicht für mich, sondern für ihn. Und vielleicht wird nur eine Antwort aus dem Mund von Taos persönlich deinen Hunger stillen. Doch wenn ich dir etwas sagen kann, was nützen würde, frage und du wirst die Antwort bekommen. Bist du bis ans Ende aller Zeit an diesen Ort gebunden? This is Braeth Yamin, the court of the penitents. Souls are confined here until they repent. They must beg the forgiveness of a god, pledge their soul to them, and they will be lifted from this place to the world above. In truth, they receive leniency, but not true mercy. The spite of Whitaka is eternal. They linger above, at the side of the old court, and are not permitted to leave the island. Forever severed from the cycle. In gewisser Weise, dieser Ort ist Braeth Yamin, der Hof der Büßer. Seelen werden hier eingekerkert, bis sie Buße tun. Sie müssen einen Gott um Verzeihung bitten, um ihm ihre Seele versprechen, dann werden sie aus diesem Ort in die Welt darüber gehoben. In Wahrheit erhalten sie Nachsicht, aber keine echte Gnade. Voidikas Groll ist ewig. Sie irren oben umher an der Stätte des alten Hofes und dürfen die Insel nicht verlassen. Für immer vom Kreislauf getrennt. This prison was full once in the days of the Inquisition. But time weathers all things, even will. I'm the only tenant who remains. Yet, I feel their presence strongly now, as it was in the beginning. You have brought many of them here. They cry out for the judgment of Theos. You have struck some bargain with the gods then. Dieses Gefängnis war einst zum Bersten gefüllt in den Tagen der Inquisition. Doch die Zeit verwittert alle Dinge, selbst den Willen. Nur ich bin zurückgeblieben. Und doch spüre ich ihre Anwesenheit nun sehr deutlich wie zu Beginn. Du warst viele von ihnen hergeführt. Sie fordern, dass über Taos gerichtet wird. Du bist einen Handel mit den Göttern eingegangen, nicht wahr? Die anderen Götter helfen mir, weil sie Taos vernichten wollen. Ich bin ihnen nicht schuldig. Anguith built gods from ideals, and an ideal on its own is a grotesque and vicious thing. Sie helfen dir, weil sie dich für ihre eigenen Zwecke verbiegen wollen. Anguith hat Götter aus Idealen errichtet, und ein Ideal für sich allein ist ein groteskes und gehässiges Ding. These souls, these forgiven, the gods have bequeathed you like chattel. They were loyal followers in life. They will be with you to the very end. Doch diese Seelen, diese Vergebenen, welche die Götter dir wie viel überlassen haben, sehr schön, sie waren im Leben treue Anhänger, sie werden bis zum letzten Ende bei dir bleiben. Warum tust du keine Buße, du könntest diesen Ort verlassen? Last time someone asked me that. I was bound to an iron wheel with a broken spine. There are many things I've come to doubt about the choices I made in life. But that trial was my one moment of certainty. Even without a chorus of gods to tell me I had been right. Sie lächelt sanft. Als mir diese Frage das letzte Mal gestellt wurde, war ich an ein eisernes Rad gefesselt und mein Rückgrat war gebrochen. Autsch. Ich zweifle inzwischen an vielen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, doch dieser Prozess war mein einziger Augenblick der völligen Gewissheit. Selbst ohne einen Chor der Götter, der mir das bestätigt. The gods need to be reminded that we have a spirit, and that spirit is proof against their power. They have the power to manipulate and confuse and ruin us, but not to change our will. I will remain here until the world crumbles and fades from existence, with joy in my heart, knowing I've shown them what they truly are. Die Götter müssen daran erinnert werden, dass wir einen Geist haben und dass der Geist ein Beweis gegen ihre Macht ist. Sie haben die Macht, uns zu manipulieren, uns zu verwirren und uns zu ruinieren. Aber nicht unseren Willen zu ändern. Ich bleibe hier, bis die Welt zerfällt und aus der Existenz schwindet. Mit Freude im Herzen, weil ich weiß, dass ich ihnen gezeigt habe, was sie wirklich sind. Dieser Ort, Sonne im Schatten, was ist das? Ich könnte dir sagen, was ich glaube, aber auch das wäre kein Beweis. Ich habe nur, was ich gesehen habe und was andere mir darüber gesagt haben. Es gibt nur noch einen Mann, der dir sagen kann, dass er es mit Gewissheit weiß, und du wirst ihn schon bald gegenüberstehen. Ich überlasse es dir, es mit eigenen Augen zu sehen, dein eigenes Urteil zu fällen. Es ist besser für deine Seele, meine ich. Wie kann es sein, dass du Edirianisch sprichst? Ich spreche keine Sprache mehr als den wortlosen Ausdruck des Geistes. Durch meine Verbindung zu dir kann ich deine Worte kanalisieren und zu meiner eigenen Formen, okay? Weißt du, was ich von Taos brauche?
but you have been to Sun and Shadow before, and it came at a crossroads in your life, when much of what you knew had been upended. I have to believe it will come to you there. Your concerns then were of loyalty and trust and the gods. Everything I told you seemed to send you further into doubt. Ich kann es nicht sicher sagen, aber du warst schon immer in Sonne im Schatten. Du standest an einem Scheideweg in deinem Leben, als viel von dem, was du kanntest, auf den Kopf gestellt worden war. Ich vermute, du wirst dich dort wieder daran erinnern. Deine Sorgen damals drehten sich um Loyalität, um Vertrauen, um die Götter. Alles, was ich dir sagte, schien dich tiefer in den Zweifel zu stürzen. His words mattered to you when you knew him then. After you and I spoke, you went immediately to seek him out. Perhaps you simply sought confirmation from the man you trusted. If something from that time still troubles you, it may be something he told you then, or refused to tell you. He keeps secrets better than any in this world. Seine Worte waren dir wichtig, als du ihn damals kanntest. Nachdem du und ich uns unterhielten, bist du sofort aufgebrochen, um ihn aufzusuchen. Vielleicht wolltest du einfach eine Bestätigung von dem Mann, dem du vertraust. Wenn dich aus dieser Zeit noch etwas belastet, da vielleicht etwas, was er dir damals gesagt hat oder sich geweigert hat, dir zu sagen. Er hütet Geheimnisse besser als jeder andere in dieser Welt. Warum hat Taos all das getan? Er schaut nur für das Secret, das er verlassen hat. Er zerstört jeden, der es vielleicht entdeckt, no matter their chances. Er schert sich nur um das Geheimnis, das er hinter Schloss und Riegel hält. Er zerstört jeden, der es entdecken könnte, auch wenn die Wahrscheinlichkeit noch so gering ist. That's why he's always favored Wutica. It isn't in her love of promises or justice. It's her disregard for the rules. Her willingness to do what is necessary. To Theos, she's not a deity, but an ally with which to conspire. When her power waxes, she does as she pleases with this realm, as well as hers. And she wants that secret guarded as much as he. Deswegen hat er schon immer Wojtyka verehrt. Nicht wegen ihrer Liebe für Versprechen oder Gerechtigkeit, sondern wegen ihrer Missachtung aller Regeln. Ihre Bereitschaft zu tun, was nötig ist. Für Taos ist es keine Gottheit, sondern eine Verbündete, mit der er sich verschwören kann. Wenn ihre Macht zunimmt, tut sie, was sie will, mit diesem Reich wie auch mit ihrem. Und sie will ebenso wie er, dass dieses Geheimnis gehütet bleibt. If Theos succeeds, there will be a shift in the balance of power among the gods. Wutica was vanquished once, when the other gods decided she had gone too far and her power diminished. With this infusion, there is no telling what she will do. The only certainty is that there will be chaos in their realm, as well as ours. Wenn Taos Erfolg hat, wird sich das Machtverhältnis zwischen den Göttern verschieben. Wutica wurde einmal besiegt, als die anderen Götter entschieden, sie sei zu weit gegangen und ihre Macht nachließ. Wer weiß schon, für was sie diesen Machtschub nutzen wird. Die einzige Gewissheit ist, dass es in ihrem Reich wie auch in unserem Chaos geben wird. Wie kann ich Taos dazu bringen, mir zu sagen, was ich wissen will? You will not find a more resolute being on all of Eora. There is no offer you could make, nor spell you could cast, nor pain you could inflict that would make him reveal what he hides. But I see you have become a watcher in this life. Perhaps in defeat, when he can no longer defend himself, you might learn something from him. Du findest in ganz Eora kein entschlosseneres Lebewesen. Kein Angebot, kein Zauber, kein Schmerz kann ihn dazu bringen, offenzulegen, was er verbirgt. Aber wie ich sehe, bist du in diesem Leben Wächter geworden. Vielleicht erfährst du in der Niederlage etwas von ihm, wenn er es nicht mehr länger verteidigen kann. Es ist an der Zeit, dass ich gehe. If you do not catch up to him now, you may never find him again. Iovara nickt. Taos wird nicht auf dich warten. Wenn du ihn jetzt nicht einholst, findest du ihn vielleicht nie wieder. Die Götter haben mir die Seelen ihrer Vergebenen gegeben. Wenn du Buße tust, kannst du dich ihnen anschließen. Hilf mir, den letzten Schlag gegen Taos auszuführen. Dein Widerstand hier ist eine Illusion. Du bist eine Sklavin der Götter, an ihre Regeln gebunden, in ihrem System gefangen. Deine fortdauernde Existenz beweist, dass die Götter über uns alle herrschen. Wenn du nicht vor langer Zeit Zweifel an meinem Verstand gesät hättest, würde ich jetzt ein normales Leben führen. Bevor ich gehe, werde ich mich für diesen Fluch revanchieren. Da will ich keine Zeit vergeuden. Leb wohl, Iovara. Nein, nehmen wir das Erste. If I repent, all I have done has meant nothing. Wenn ich Buße tue, ist alles, was ich getan habe, ohne Bedeutung. Dann nehmen wir das Zweite. Du bemerkst nur eine Verbindung, die schon immer
Stand hatte, eine Verwebung ihrer Essenz mit deiner am Rande deiner Wahrnehmung. Du bist an den Geist dieser Frau gebunden und spürst, dass du ihn zu einem gewissen Grad kontrollieren kannst, als wärst du sein Hirte. Was schlägst du vor? Ich kann deine Seele zerschlagen, deine Existenz beenden. Dann wäre ich nicht anders als die anderen Seelen, welche die Götter an diesem Ort gebunden haben. Ich will meinen Kampf gegen sie nicht aufgeben. Du bleibst nicht der Götter wegen hier, sondern in der Hoffnung, dein Glaube würde irgendwie bestätigt werden. Du hast Angst, dass du dich geirrt hast. Jorora sagt lange Zeit nichts, betrachtet man sie, wie sie mit ihrem leeren Blick in die Ferne starrt, so ist ihre Erschöpfung nicht zu übersehen. Als wäre ihr Leben irgendein längst verstrichener Traum gewesen und das sei ihre Gefangenschaft ein nicht enden wollender Tag. Vielleicht hast du recht. Vielleicht gibt es einen Weg, dies unter meinen Bedingungen zu beenden. Sie blickt zu dir auf. Es war gut, dich wieder ein letztes Mal zu sehen, alter Freund. Ich dachte, ich hätte mein letztes freundliches Gesicht lange gesehen. Es war schön, dich ein letztes Mal zu sehen, alter Freund. Ich dachte, ich hätte vor langer Zeit mein letztes freundliches Gesicht gesehen. Ich glaube, ich habe lange genug gewartet. Und ich will dich nicht weiter verzögern. Let's be done with this once and for all. Ich habe wohl lang genug gewartet. Und ich will dich nicht länger aufhalten. Komm, bringen wir es ein für alle Mal hinter uns. Ich bin bereit. Ihre Seele zerschmettert. Vor deinem geistigen Auge wird ihre wahre Seele zu einer Puppe aus Pergament. Deine Konzentration fliegt auf die Puppe zu, in Funkenwellen, die sich in Haufen vor ihren Füßen sammeln. Du drängst weiter vorwärts und die Funken entzünden sich. Sie tanzen als Flammen an der Puppe empor, schälen die gewebten Fasern ab, verwandeln sie in leuchtendes Orange, dann in reinstes Schwarz. Die Puppe scheint einen Augenblick lang in der Luft zu schweben, bis das letzte Stück Pergament vor der letzten Flamme verzehrt wird und nur einige kaum miteinander verbundene Fasern übrig bleiben, die den Umriss der Puppe zusammenhalten wie ein raffiniertes Spitzengewebe. Ionara neigt den Kopf leicht in deine Richtung und die letzten Fasern zerfallen wie Asche und werden auf einer unsichtbaren Brise in die Leere getragen. Sie ist fort. Ja, wir haben noch eine neue Fähigkeit gelernt, Schritte zum Rat. Der Wächter gibt seinen oder ihrem Feinden durch die Verdrängung ihrer Seele einen kurzen Blick in das Nachleben, was sie vorübergehend lebt und sie erkrankt zurücklässt. Okay, wir haben jetzt gerade Iovaras Seele Frieden geschenkt. Steht das zufällig hier in den Visionen? Ja, das steht hier. Am fernen Ende vom Brief Iman trafst du Iovara, die sich an dich von einem längst vergangenen Leben erinnerte. Sie sagte, dass du sie einmal nach ihrer Verurteilung besucht hattest und dass es dabei darum gegangen war, ob ihre Lehren wahr seien, dass es die Götter nicht gäbe. Sie hatte dir eine Antwort, aber keine Geweise gegeben und aufgrund deiner fortwährenden Unzufriedenheit hattest du in Sonne im Schattentaus des Seen konfrontiert. Sie deutete an, dass deine Seele vielleicht immer noch nach einer Auflösung dieser Angelegenheit suche, obwohl Taus dir dabei wohl nicht helfen würde. Du überzeugst Iovara, dass ihre lange Haft nicht länger in ihrem Interesse war. Du löstest ihre Seele auf und trugst Sorge, dass sie keine weitere Umdrehung von Berats Rat mehr erdulden muss. Also habe ich sie jetzt komplett erlöst. Gut, dann. So, it's true. The gods are a sham that people have followed for thousands of years. Dann stimmt es also, die Götter sind ein Schwindel, dem die Leute tausende Jahre gefolgt sind. Oh, da liegt noch was. Nochmal eine Rast, okay. Wahrscheinlich, um mich auf den letzten Kampf gegen Taos vorzubereiten. Und wir haben zwei Sprechblasen. Ich speichere jetzt erstmal kurz ein Quicksave. Dann schauen wir kurz auf die nächste Ebene, weil ich bin schon wieder etwas über die Aufnahmezeit und ich denke mal, das große Finale sparen wir uns für die letzte Aufnahmesession vor. Auf. Und dann gibt es halt eine extra lange Folge, wobei die Folge jetzt schon lang wird, weil ich die ganze Iovara, das ganze Iovara-Gespräch in eine Folge packen werde. Und alles, was davor halt war, in Einzelfolgen. Also ja, es wird nicht mehr viel bleiben. Das hier ist dann wohl Sonne im Schatten. I'll take a look. Right.
I can't see much, but I hear a noise like a pig choking on wet feet. So, I guess Durance is breathing at least. Ja, sehr schön. Okay, das heißt, wir speichern hier erstmal. Dann beginnen wir die letzte Folge damit, noch die Gespräche mit Edda und Alof, waren's, glaube ich, ja, abzuschließen. Und dann gucken wir hier durch. Also gut, also Spiel speichern. LP 37. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich zum großen Finale wieder. Also bis dann.